Ach Wieso? Gott, ich weiß nicht, ich bin einfach abgeschmiert. Wahrscheinlich, weil Ja. mein Propeller-Pitch zu niedrig war. Ja. Wurde nicht getroffen. Wo gammelt ihr denn jetzt alle rum? Über den Flugplatz, aber. Aber er will. Aber will immer noch. Oh, Ich ich habe jetzt da. bin bei Gramo Ivanche und da ist auch Flak am Platz. Ich habe jetzt hier 109 über dem Blenheim am Platz. Platz, die dogfightet mit einer 109. Eine 109 hat eine Blenheim am Arsch. Sieht man auch nicht oft. Ohne Scheiß, die Blenheim schießt jetzt, kurvt mit ihr mit. Die geben sich echt voll den Dogfight hier. Und die Ist hier 109 ist in der ein bisschen Defensive. Kühlerschaden und steigt nach 109 hinterher. Gibt es hier auf dem Grammar, Server ich eigentlich brauche, kommt krasse, jetzt auch. strenge Regeln, was das Aussehen angeht? Weil ich habe keine. Ach doch, jetzt irgendwie schon. Merkwürdig. Ist klar, nichts gesagt. Wieso spawne ich in einem zerstörten Flugzeug? Die Blenheim ist noch immer hinter der 109, ich pack's nicht. Da muss 109 aber ziemlich blöde sein. Auf Karaya drauf, jetzt helf ihm. Ja, ich komme eh schon hinter ihm rein. Ich habe jetzt gerade das Fahrwerk eingefahren. Ich habe das alles vom Boden nämlich beobachtet. Naja, ich gehe mal runter. Oh, ja. Achso, die Ja. landen nur. Sehr gut. Und Landen, dann wieder zu landen, landen, starten, gell? landen. Ja, aber ich habe Wasserkühler und irgendwann ist der Motor Ja, eben klar. einmal. Hat doch jemand Force Feedback oder was denn das für Geräusche? Ist der Specht. Ach ja. Ah, ist aufgesprungen. Ein bunter Specht sein. Ja, Spitfire ist unten. Snarkelpuss. Ein bunter Vogel vielleicht. Der fliegt, glaube ich, nur Blenheim, der Snarkelpuss, die ganze Zeit. Ja, da gehe ich gleich nochmal landen und auf Munitionieren, aber ich zähle es nur als einen Flug. Das wäre sonst zu billig. Ja, hier geht ja eh das RR, oder? Bitte? RR geht hier, oder? Refuel, Rearm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, auf welchen Karten das jetzt geht und auf welchen nicht. Ich habe irgendwie zwei Kabinendächer, ein kaputtes und ein heiles. Ah, okay, ich verstehe. Kaputt gehört nicht zu mir. So, ich bin unten. Du, wo spawnst du? Ich bin schon in der Luft, schon wieder über Amiens diesmal, aber ich dachte mir, vielleicht begegne ich ja auch irgendwelchen Blennies. Die waren eben auf Arras, sind sie auf einige Flug. Wo bist du über? Amiens, die große Stadt in. Bei Gramont Ivanche ist wieder irgendwas. Da feuert die Flak. Und die Luftsirene geht. Da ist eine Blenheim, oder? Kann das sein? Ja. Noch gar nicht mehr so viel hier. Arras, Arras. Richtig. Kannst auch bei Ivrance starten, wenn du willst, Jost. Da geht ja einiges im Moment ab. Hier ist es ruhig im Amiens. Ja, wo seid ihr gestartet? Bali oder was? Nee, da kann ich ja nicht starten, da gibt's gar eine 109. Oh ja, da gibt's eine 109 E3, da bin ich doch gerade eingesprungen. Ja, bei Liga gab's eine 109. Hab ich auch genommen. Ah, bei Kramot ist hier. French, French, wie spricht man das aus? Wir haben übrigens auch hohe Flak bei Kramot, ich forsch, nicht nur niedrig. Ja, da ist eine Blenheim bei dem Platz, Schüder, die ist ganz knapp über mich drüber geflogen. Hat mich aber Gott sei Dank nicht erwischt. Ja, aber auch oben. Vielleicht leveln die auch. Das kann auch gut sein. Ich habe nur eben die eine gesehen, die war auf geschätzten Höhenmetern 5. Ja, hier ist ja, die hat du auch gesehen, Platz. Die ist dann in Lisa gegangen. Ja, hier kurft eine 109 tief. Wo seid ihr jetzt alle? Bin gerade. Ich flieg. Ja, sag. Dui, wo bist du? Ich sag doch die ganze Zeit, dass ich bei Amiens bin. Ich sag jetzt aber immer, wo ich bin. Ich bin immer Amiens. Ich bin wieder über Adelfil und wieder schießt die Flak. Sag's nun. Ich glaube, Dui, du suchst hier die Blenheims am falschen Platz, wenn ich das so interpretieren muss. Nee, die haben ja gerade Arras bombardiert, also die sind ja schon.
fliegen doch im Moment im Arras an. San Vigier vor allem. Da. Da schon wieder. Du schaffst es nicht. Ah, da kommt glaube ich auch nie eine zurück, die springen glaube ich immer ab, freuen sich, wenn sie von der Flak habe ich gern. Luftkampf über Cremant-Yvanche, geschätzte Hallo 10 bis 15. Karaja auf Hallo 10 in der Rechtskurve hat jemand 6, über, genau über dem Platz. Ja, ich bin jetzt bei Bali gestartet, ich muss jetzt Richtung so, Cremant-Yvanche okay. starten. Ich versuche gerade meinen Kurs zu finden. Ah, ich sehe die Flugfelder voraus. Hier ist Flak. Wo ist hier? Entschuldigung, wie heißt das noch? E-Watch? Ja, das ist die ganze Zeit schon Dogfight. Ja, okay, da sehe ich jetzt alles. Ah. 509er auf eine Hurricane. Das haben wir gern. Gangbang. Ja. Jetzt nur noch 109er hier. Nur welches was? Bei. Bad. Freiheit? Ja. Ich glaube, du hattest vorhin recht gehabt mit der Erkältung. Ich glaube, ich krieg wirklich eine. Da kam mir so vor. Ja, Bad Liga hat doch eine, der hört sich komisch an heute. Eigentlich ja. dachte ich, dass ich Heuschnupfen habe, aber ich scheine wirklich erkältet zu sein. So, wie bist du immer noch über Amiens? Ja, in dem Gebiet jetzt. Bin jetzt gerade mal nach Montdidier runtergeflogen. Ich sehe einen Kontakt circa 1,5 zwischen den beiden Flugfeldern. Mehrere Kontakte hier. Ich komme jetzt aus Nordwesten Richtung dem Fluss entlang. Hab hier einen Bomber, der Montdidier gerade bombardiert. Ein Deutscher. Eskortiere ich die noch schnell. Schade, das wär's doch, wenn ein roter Bomber Montdidier bombardiert und dann kommst du auch noch dazu, den abzuschießen, oder? Ich glaub Montdidier ist schon zerstört, der ist gerade explodiert und es kam keine Meldung. Oh, ja. Bali ist als nächstes dran. So, ich bin jetzt direkt über Cremant. Sind sie noch ganz aktiv im Moment, da kommt immer einzeln. Bist du noch immer über Amir, du hier, oder? Ja, Montdidier, eben. Da ist okay. gerade der Bomber, so, doch gerade ist. Klar. Ja, okay. Genau. Begleite ihn jetzt aber noch nach Haus noch. Vor allem, okay, ne? Ich fliege jetzt mal wieder nach. Genau, der fliegt aber jetzt hier wieder weiß nach Arras und da fliegen die Blendis ja auch im Moment alle hin. Oder sollen wir uns treffen? Naja, dann komme ich nach Amir, oder? Armer Bomber, aber eigentlich darf ihm nichts passieren. Es sind irgendwie mehr Blennies unterwegs als Spitz und Hurrys, oder täuscht es? Ich frage mich, warum ich nur so wenig für die Blenheim bekommen habe. Die hat ja eigentlich außer Flak nichts eingesteckt und ich habe glaube ich 0,35 Abschüsse dafür bekommen. Ich bin jetzt über Amir, würdest mich da einsammeln? Victor, dann treffen wir uns doch da, wenn Karai da auch hinkommt und wer sonst vielleicht noch. Ich brauche auch noch ich so noch eine Minute. Wer möchte alles aus dem Kinderparadies abgeholt werden? Bitte? Wer möchte alles aus dem Kinderparadies abgeholt werden? Kleine Dui doch, oder? Ich kleine Dui, Kleine Balthasar auch. Bevor er Federn sucht seine Eltern an der Infostelle oder so. Seine Gefiederfamilie. Ja. Rabenmutter. Die Tage war ich mal bei uns hier im Supermarkt, Markkauf
und dann hieß es auch, die kleine Jessica möchte zur Infostelle kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die kleine Jessica gar nicht weiß, wo die Infostelle ist. Kann gut sein. Vielleicht haben die Eltern der kleinen Jessica aber vorher auch gesagt, wo die Infostelle ist. Das ist möglich. Also es war von mir auch eine reine Spekulation, dass es nicht weiß. Also es ist gar kein Beweis. Naja, die Kinder werden heutzutage immer früher erwachsen. Ich könnte immer schneller Handys, iPhones bedienen, gell? Teilweise ist das schon erschreckend. Ja, ich bin schon im Geschmack. Schon wieder Flak hoch über Arras, über Yvrange. Ich bin schon gespannt, womit ich dann in 30 Jahren überfordert sein werde. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Mit dem Holodeck, glaube ich, das wird nicht mehr in unsere Köpfe gehen wollen. Jetzt schimpft man noch über die Alten, die sich mit PCs nicht auskennen, aber mal schauen, wie das in 30 Jahren ist. Bei uns wird es Holodeck werden, dass wir das nimmer checken. Ah ja, Opa, hast du schon wieder das Holodeck verstellt? Aber wir haben ja wenigstens Grundlagen, die die Alten jetzt nicht haben. Ja, naja, ja. Das heißt, oder die Zukunft? Die Zukunft ist so gut angekommen, dass dann das Holodeck. Sag mal, Alter. Die Alten dachten auch, dass sie mit ihren Lochkarten eine Grundlage haben. Achso. Ja, gut, ich doch wieder. Möglich, also ja. Ich habe einen Kontakt auf Hallo 20, noch nördlich von Amir, ein Stück. Kleines. Also ich komme gerade vom Westen rein auf Hallo 3.1. Wenn du kommst, du kommst über den Fluss, hast du gesagt, oder? Oder? Oh, wir haben ja Flak hier in der Feindmaschine. Hier ich komme von Norden auf Hallo 3600. Ich bin in Alisa auf 1. Wir haben hier Flak bei Amir und ich bin mir nicht sicher, direkt am Fluss, leicht östlich, ob die mir geht oder nach Blenheim. Wir haben hier nämlich ein Bodenziel am Flugplatz. Oh, ein deutscher Bomber ist es, der da mir entgegenkommt. Amiens ist der Ort, der vom Fluss durchzogen wird, ne? Ja. Der große. Aber eben nicht der Abbeville, nicht der eben oben im Nordwesten, sondern der im Südosten am Fluss lang. Ja. Treffen wir uns dann auf Hallo 25? Ist das allen angenehm? Ja, können wir machen. Ich bin jetzt über der Stadt auf 3.1. Noch über der Stadt auf 1.5. Ich auch. Gern. Suche euch aber noch. Also ich bin am nordwestlichen Ende der Stadt. Fliege jetzt über Rolf Richtung Süden hinaus. Ein Kontakt in Alisa über der Stadt. Ich bin auch in der Rolf jetzt. Und jetzt auf 2500. Mit Durchkreis auch auf 25, aber sehe witzigerweise nichts. Seid ihr sicher, dass ihr über der richtigen seid? Das kann doch gar nicht. Bin ich über der richtigen? Ja. Also ich bin hier eindeutig über Amir. Gut. Ich habe hier die beiden Flugfelder. Oh ja, da sehe ich einen. War der auf 25? Das könnte Lacker sein, oder wer war? Ich fliege gerade durch eine Wolke. Ich bin zwischen Abbeville und Amir. Ich habe mehr in Sicht. Ich folge die Flusslinie. Ah, Flak feuert hier wieder. Naja, ich glaube, die gilt aber uns. Wer zieht denn da jetzt hoch? Hat jemand eine 6 gehört? Ah, ich sehe euch vor mir. Ich flieg gerade. Ich habe hier eine 109 direkt über der Stadt in einer Rolf. Relativ niedrig. 1500, 2000, sowas. Vermutlich sehe ich euch vor mir. Wer ist denn die 109 da vorne, die da so gekonnt davonfliegt? Mal einsatzieren, bitte. Jedenfalls nicht davonfliegen. So, ich bin jetzt direkt in der Stadt. 25. War das gerade Spitfire? Hm. Oh, also ich bin jetzt auf Hallo 25 in der Rolf passiert? Über der das Stadt. Das könnte ich gewesen sein. Bei wem bin ich denn gerade auf der 5 Uhr? In der Rolf auf 25. Ja, das bin ich, Balthasar. Da kommt eine weitere 109, hat uns gerade das bin ich. Auch gleich seid ihr beiden zusammen da? Jo, rankommen bitte. Zwei wie Kontakte am Flugfeld, ein Bomber und ein weiterer Kontakt. Deutscher Bomber, oder? Ja, deutscher Bomber, der geht gerade landen. Okay, das war glaube ich der eben auf Monde die geschossen der hat. Der zieht gerade Fahne, ich weiß nicht, was der andere Kontakt war. Ja, ihr weiß beiden, 109. Ich sehe euch vor mir. Komm noch ran, schneid auf die Kurve. Ah, Walter, da ist im Moment in der Rolfkurve. Ja, da ist noch ein Dritter.
Ja, ja, wir kreisen ja alle nur die Ruhe. Erstmal sammeln. Ich hab grad ein ganz anderes Problem. Mir kommt fast der Sprit aus. 30 Liter noch. Ja, dann sollst du lieber auch mal ans Landen denken, glaube ich. Aber Scheine, Kacke. Ah, Dewey, du führst? Nee, Balthasar ist vorne im Moment. Ja, breche ich. Okay, ich komme euch jetzt entgegen. Dewey, übernimmst du das? Ich sehe Flak. Und warum brichst du dann das Sack bei runter? Geht ihr gerade runter? Ja, ich gehe zur Landung mit 30 Gitern und dann starte. Wir sind oben, warum sollen wir runterstürzen? Wir sind einfach weiter hier. Nee. Ja, ihr könnt weiterfliegen. Okay, dann führst du IHA. Oh, fehlt noch jemand? Ja, ich fehle. Ja. Okay, Victor. Bahnhof. Ich habe euch aber schon jetzt. Ich muss den Propellerflak schon so einstellen. Ja, die Flak schießt schon die ganze Zeit. Die dürfte aber uns gelten. Sonst überhole ich dich gleich. Wir haben einen Kontakt jetzt auf unserer 3. Der Reis war auch nur 109 auf der 3. Das ist Lebano. Victor. Und ihr habt mich auf eurer 5 Uhr. Victor. Ich bin jetzt bei dir auf der 6. Siehst du mich hinter dir? Das sind 2 hinter mir. Ah, okay. Und jetzt 3. Balthasar, bist du auch wieder dran? Negativ, ich gehe gerade zur Landung. Wie gesagt, ich habe nur noch 30. Ach, du hattest, sorry. Du von Amiens. Ich komm dabei, ich sehe dir. Weitere 109. Ich hab euch, dran. Ich hab euch. Victor, ich glaube, wir sind vollzählig, oder? Ja, ich düse noch rum. Ich bin über Amiens, bin ich. Wo seid ihr denn da? Genau bei der Stadt, auf Hallo 23. Ich bin hinter euch. Ja, ich sehe einen Kontakt direkt auf vor uns. Zu, Joss, wie es aussieht. Bitte? Komm mal auf deiner 11 oder halb 12 sind wir jetzt. Ich komme jetzt aus Abbeville. Du passierst uns gleich. Passierst uns jetzt, Joss, Vorsicht. Jetzt wir sind auf deiner vorbei. 11, 10, 9 Uhr. Nee, dann war ich das nicht. Ich sehe nichts. Bist du in der leichten Lisa? Ja, jetzt bin ich in der Lisa. Ja, und wenn du jetzt genau 180 Grad drehst, solltest du auf einer Höhe mit uns sein und hinter uns. Wir sind jetzt 509er, das kann man eigentlich nicht übersehen. So, ich bin jetzt in der Rolle, hab 180 Grad gewendet, ich sehe nichts. Wackel mal. Ich wackel jetzt mal, so. Da sind 2 jetzt, könnte auch der andere sein. Ja, Freiheit ist hier. Okay, dann ist es nicht. Nein, deswegen. Ja, aber wir sind jetzt hier zu 7, also ich gehe mal auf den nochmal wackeln. Kurs. Jos, kannst du nochmal wackeln? Ich wackel. Nein. Okay, nein, das ist er nicht. BG7 wurde gerade in Blenheim gemeldet. Weil die wäre bei Mondidee, wollen wir da hin in die Richtung? Vielleicht finden wir sie. Ist nicht weit. Wir sind jetzt zu 7 oder 8. Ja. Ja. So, ich bin jetzt auch dabei. Das sind aber nicht alles unsere Leute, oder? Nicht alles, aber viele, glaube ich. Die Blenheim wurde in ca. 100 Meter, ja 100 Meter gemeldet. Ich könnte mir vorstellen, ehrlich gesagt, dass die landet. Also. Der Flieg Richtung Mondi, die war schon zerstört, dann kann die eigentlich nur gelandet sein. Der Gustav 7, ja, Mondi, die... Naja. Könnte mal hinfliegen. Die spawnen mit dem Blenheim so knapp an der Front, oder wie? Mhm. Das ist ja krass. Ja, kein Wunder, dass die alle so im Tiefflug reingestürmt kommen. Ja, das Ziel, die Karte war immer noch so ein bisschen darauf ausgelegt, als eben keiner Blenheim flog. Jetzt, wo viele Blenheim fliegen, dann können die Karte relativ schnell eben, bomben. Vor allem kommen weniger dann noch nach Hause und dann starten sie direkt wieder. 1-0 Atta, 10 Uhr. Ich hätte gesagt, dass wir uns morgen die Dema anschauen und wenn da nichts ist, dass wir dann westlich einfach mal auf 3 Flugplätze zu steuern und da auf Jagd gehen. Aber welchen Hauptkurs habt ihr jetzt? Kurs gerade Süd, auf morgen die Dema zu. Ja, direkt Süd, Hallo 25. Genau. Da geht ein Fluss lang und da müssten wir eigentlich jetzt drauf sein, denke ich. Und wir sind gleich jetzt 709er. Mhm. Aufpassen, dass es nicht auf einmal 8 oder 9 werden, Flugzeuge, dann wird es gefährlich. Kollision? Nee, ich meine, wegen des Spitfire, meint er, ne? Ja. Bitte? Das Spitfire, meine, wenn auf einmal Beispiel. Irgendwelche Spitfires sich hinten dranhängen. Ja. Achso. Die sich da hineinschleusen. Das hat er gar nicht mal gemacht. Der hat sich an eine Formation von 8 bis 10 Spitfire dran gehängt und am hintersten und hat sich dann praktisch von hinten nach vorne geschossen.
Das war am Flug zu Theo Osterkamps Geburtstag, wo er Lachs, nicht Lachs, Hummer im Gepäck gehabt hat. Das muss man noch mal filmen. Könnte aber man ein bisschen ja auch mal theoretisch könnte uns hier eine Blenheim entgegenkommen. Die fliegen doch alle tief, die sehen wir nicht, wenn wir hier oben sind. Ja, aus der Höhe müssen wir eigentlich schon ganz gut sehen. Auf Hallo, ja, bis Hallo 40 ist gar kein Problem. Ich finde es sogar besser als flach, weil da hat man ein viel geringeres Sichtfeld. Ich habe gar keine Abdeckung mehr, keine Kabinenhaube. Hast du das geschafft? Ja, die habe ich abgeworfen, weil als ich gespawnt bin, direkt am Start, da war die durchschossen. Ja, das habe ich auch vorhin gehabt. Ich bin reingespawnt und die war komplett undurchsichtig und zerschossen. Oh, ne, jetzt ist erstmal die zerstört. Komisch, sorry. Das war doch noch das mit den 99%. Ach so, wirklich. Ah. Da reicht ja einmal drauf spucken, oder? Ein bisschen auf der Suche. Was passiert eigentlich, wenn man hier an den Rand der Karte kommt? Dann tauchen Drachen auf und ziehen dich in das Tor. Dann gehst du bis zum Berlin. Bitte? Nee, es gibt da ein Muster in der Karte, das wird dann die ganze Zeit wiederholt. So alle 2 Kilometer siehst du, oder alle 500 Meter siehst du nur das gleiche. Erstmal alle Wälder und Flüsse hören auf. Ist relativ langweilig. Wo war die Blender angemeldet? Ich hab's gerade nicht gesehen. Gustav 7. Ist auch wieder. Mondidi. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen gerade verloren. Wundert mich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir auf Ziel sind. Dui, wo führst du uns hin? Ins Verderben. Da haben wir eine Stadt vor uns. Oh ja. An einem Fluss. Fliegen von Bertha Gustav 7, fliegen sie Kurs Nord, eine Hurricane und eine Blenheim, die werden wohl angreifen. Wir haben ein Flugfeld auf unserer 11 Uhr. Sag mal, kann das sein, dass das Beauvais vor uns ist? Bitte? Wenn du schaust, 11 Uhr vor uns ist das Beauvais. Beauvais? Naja, kann sogar sein, warte mal. Beauvais? Nee, denke ich nicht, oder? Oder doch? Sind wir schon so weit? Flugfeld voraus auch auf 11 bis 10 Uhr. Wo B hätte 2 Pferde, sehe ich. Hier fast Kurs West jetzt gerade. Ja, das sind 2 Flugfelder, das ist Pro B. Nee, er halt mir auf Pro B zu, sorry. Fliegen wir auf Hautefontaine jetzt noch ein bisschen weiter nördlich. Montdidier können sie ja jetzt definitiv nicht mehr starten. BI-14. So, was fliegst du für eine Leistung? Immer 10 Uhr, 1-1? 1-1 Atter, halb 11 mittlerweile. Okay, das erklärt, warum ich nicht nachkomme. Wo fliegt ihr jetzt hin? Also wenn du jetzt von... Hä? Warum fliegst du jetzt rechts rum? Ja, weil wir Hautefontaine wollen und das ist auf unserer Einung jetzt. Ach, Hautefontaine wollten, okay. Mondidier ist doch zerstört, der tut sich doch nicht mehr viel. Also 3 Flugfelder vor uns sind Hautefontaine, Bombo und Grand Villiers. Feuert da gerade irgendwer oder sind das Lichtreflexionen? Also ich habe niemanden mit Feuern gesehen, aber es sind auch noch zurzeit nur 109er hier in der Gegend. Wie viele sind wir? Ja, aber der Blitz so, das wundert mich. Ja, durch den Wolken, siehst du das von hier. Ja, Flaggy ist hinter uns, gesagt nur. Ja. Okay. Die wird uns gelten. Wir machen noch ein bisschen Höhe. Über den 3 Flugfeldern, da könnte es ziemlich abgehen. 1-1 Atta bei halb 11. Ich muss bei 1-3-Atter gehen, denn ich glaube, mein Kabinendach hat zu viel Luftwiderstand. Also ja, klar, das wirkt sich natürlich aus. Bitte? Das wirkt sich aus auf den Luftwiderstand. Das wird mich auch die ganze Zeit nerven, das Geräusch. Ja, das ist ja auch scheiße laut. Unwesentlich. Naja, wenn du so meinst. Fahr doch mal in einem Cabriolet bei 400-500 km/h.
glaube nicht, dass das so angenehm ist. So, was nennt man dann in Fliegerei? Wingwalking, gell? Genau. Welche Höhe steigt ihr? Ich will erstmal noch leicht über die Wolken auf Hallo. Zwei Kontakte am Flugfeld. Könnten auch noch Bodenziele sein, oder? Ne, ich glaube, einer davon ist auf jeden Fall ein Flugzeug. Der auf unserer 1 Uhr, der ja? Der auf dem nördlichen Ende. Ist, glaube ich, Pombos oder Grandvilliers, oder wie heißt das? Pombos. Ne, jetzt über dem Flugfeld, wo wir direkt drüber sind. Geh mal kurz. Jetzt ist er weg, der dürfte weggespawnt sein. Hm. Da war noch definitiv vorhin noch. Boss könnte was sein. Fliegen wir mal drauf zu. Ja, das sind Kontakte auf unserer 1 Uhr im Flugfeld. Victor. Aber das ist aber Grand Villiers, oder? Das können auch teilweise sein, muss man aufpassen. Nein, Brombo. Victor. Zu orientieren, was man das kann. Brombo ist das ohne Flugstreifen praktisch. Genau, Brombo ist im Westen, Nordwesten. Drei Flugfelder, wenn hier was ist. Die Flak ist hier aber gar nicht ja, die so ist ziemlich stattlich. Brombo steht aber wirklich einer. Es müsste einer sein, der dicke. Seht ihr Brombo in unserer 1 Uhr jetzt tief? Ist das weit vorne oder eher unter uns? Sehr nah unter uns. Ja, da steht was. Drei Kontakte sehe ich. Ich weiß nicht. Ich glaube nur zwei davon sind Flugzeuge. Jetzt ist noch einer auf unserer Wer will Seite. Denn draufstürzen? Ja, wir alle, ne? Also ich schwöre, eine Blendi, Aufnahme. Ein Bomber steht da. Ja, jeder, der will, kann runter, dann mache ich Höhenschutz soweit. Hm. Also ich habe hier nichts sonst verlangen. Auf scheint auch einer zu stehen auf unserer 3 Uhr. Sollen wir uns mal aufteilen? Unten sind mehrere Feindmaschinen auf Bombos. Ich weiß nicht, ob Stative sind, aber ich glaube es eher nicht. Geht doch einfach rein, ist heute doch relativ unkoordiniert, oder? Also dann bleibt in dem Gebiet, dann können wir uns auch gegenseitig helfen. Denkt an die Flak, die ist da heftig. Ja, ich gehe mal runter. Ich folge. Bleib hier mal leicht über unter Wolkendecke. Die werden jetzt Bauklötze stammen, wenn die uns hier runter. Ihr seid aber gerade alle an dem Flugfeld vorbeigeflogen, ne? Ja, ich wundere mich schon, wo das ist. Eine Kurve machen, die Blendi startet gerade. Ja, ich gehe drauf. Ist das der richtige Flugplatz? Und da ist, ich weiß nicht, wo ihr hin. Ach, da stürzt einer drauf gerade, ne? Alles klar, sehr schön. Da sind mehrere, da ist eine Blendi. Ja, habe ich mitgegeben. Und geh jetzt mal raus. Der komische Flugplatz. Jetzt gerade noch einer, da schießt noch einer drauf. Ja, freut. Victor, Fünfer. Oh, was werden die rumheulen? Oh, was werden die rumheulen? Die Blendi rollt noch. Ja, ich glaube, die macht immer viel. Könnte die KI sein. Ach, die haben hier gar. Das ist nur so eine freie Fläche. Die haben ja gar keinen Platz hier. Keine Bahn. Ja, das gibt es bei vielen Flugfeldern so. Hat nicht jedes eine Startbahn, eine definierte. Feldflugplätze oder was auch immer, gell? Irgendwelche. Na, noch was? Hm, das sind noch kleine übrigens. Oh ja, jetzt hat Föhn. Hier auf die Blende, habt ihr die gerade zusammen weggemäht. Der eine war ich. Jo, jetzt sehe ich nimmer viel. Die eine rollt noch, aber es kann wirklich AI sein, die jetzt gerade geschossen hat. Du, Fuck. Wie hoch bist du? Hallo, unter Wolkendecke, hallo 22. Okay. Gut, von 10 könnte einer fliegen, kann auch eine Flak sein. Oh, riesige Explosion. Oh, jemand reingekracht, oder was? Nee. Die Bomben von der Blendi, denke ich mal. Ah. Ja, die gehen ja automatisch, sobald die KI drin sitzt. Ich glaube, warte mal, da ist da wieder eine Blendi gespawnt. Ist das die Leiche? Nee, das ist die Leiche von eben. Ja, da waren zwei Flecken, aber einer ist irgendwie Flakstellung oder so. Sieht soweit noch frei aus. Auch auf was ist mit dem anderen Flugplatz? Ist da auch was? Nee, ich sehe nichts. Vom Boss und Grandvilliers und Hautfontaine sehen im Moment noch. Oh, warte mal, da kommt einer auf Hallo 20 ran. Hallo 25 unter der Wolkendecke. Den schaue ich mir mal an. Aus der Richtung Hautfontaine. Das könnte. Nee, ist ein 109. Ja, das bin ich dann. Eventuell. Gerade in einer harten Rolle.
Genau. Jo, hast du mich gerade gekreuzt, ne? Jo. Oh, ich hab euch gefunden. Sehr geil. Kommt ihr wieder hoch oder was macht ihr? Ja, wo seid ihr denn gerade? Ja, wo seid ihr? Über Flugfeld Brombost. Brombost. Welches war denn dieser riesige Golfplatz da? Also wo keine Landebahn war, sondern. Brombost, genau, das Kreisrunde mehr oder weniger. Ah ja, da seht ihr drei Informationen, also drei ziemlich nah zusammenfliegen, das dürfte teilweise ihr sein, oder? Ich glaube, ich sehe euch da. Und jede Menge Flakfeuer. Ja, ich sehe nur 109er im Moment. Ich hänge mich mal hier an 209er dran, die Informationsfliegen mehr oder weniger. Da standen da eben auch schon zwei, da ist glaube ich eine neue Blenheim. Ja, da ist eine neue Blenheim. Das waren eben auch schon zwei übrigens. Aber die rollt jetzt. Okay, da kannst du ja drauf gehen. Ich versuche auch mal mit. Okay, geh rein, ich folge. Oh, da ist gerade was ist denn da gerade explodiert schon wieder? Ich? Da ist jemand von uns reingeflogen. Ich bin abgestürzt. Ja, zu steil reingekracht, stürzt oder was? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich die Blenheim erwischt habe noch. Also ich habe den Bordschützen erwischt, die rollt noch. Weiß nicht, ob es KI ist oder. Ich glaube, jetzt ist KI, die rollt mich einfach nur so weg. Ach krass, hier sitzt so ein Mannequin. Das ist wohl der Flakschütze, wa? Ja, das kann man in der Config, muss man das glaube ich einstellen, oder? Was? Das kann man einen ausstellen, ja, ob man Mende, also Flak oder Bedienung sehen will oder nicht. Ich habe gerade eine 109 hinter mir auf Hallo 24. Ja, okay, Victor. Wer ist die 109, die durch die Wolken rechter Kurve macht? Freiheit. Aber ich werde jetzt nach Hause fliegen, ich habe nur noch 60 Liter. Könnte auch Libano sein. 60 Liter ist ein guter Zeitpunkt. Weil ich glaube nicht, dass sich hier noch im Moment viel tut oder die Plätze sind alle frei. Dann gehen wir mal wieder über Wolkendecke, hätte ich gesagt. Fuanoa ist ja schon ausgelöscht, oder? Bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich denke schon. 1-1, Atta, 10:30. Ich steig mich mal hier, oder steig mal über den drei Flugplätzen über die Wolkendecke hoch. Geht den Nordkurs, Dui? Ne, über den, ja, Mensch, aber wie gesagt, mehr so über den Plätzen Nord-Nordwest im Moment. Das ist aber ein deutscher Soldat, Amir, der da sitzt. Dieppe, Montdidier, Dieppe, Saint-Aubin. Ja, die haben die deutsche Flagge hier aufgebaut, also, weil die besser schießen. Also, gibt's noch. Okay, dann können wir mal Pornoa schauen. Na, jetzt, ernsthaft? Geht trotzdem nochmal über die Wolkendecke drüber. Ja. Wo seid ihr jetzt? Wir haben mehr oder weniger jetzt nördlich von Brombos und halten jetzt dann auf vor Nord zu, auf Hallo 33 steigend. Ist alles so ruhig hier, aber auch relativ wenig Rote in der Luft. Fliegen irgendwie alle Blenheim, oder? Täuft es? Ja, ja, schauen wir mal in die Blenheim. Schauen wir in die Liste. Da sind ein paar Blenheims, ein paar Hurricanes und das war's. Ah. Sitzen hier denn auch MG-Typen am Boden? Ich bin direkt hinter dir. Ja, aus GMG. Ja, fliegen wir mal direkt nach Porno, oder? Seh dich. Da muss man schauen mit dem Wolken her, ob das ich bin. Ich sehe dich, du. Ich sehe dich. Und auch außer Schussreichweite, mir kann nichts passieren. Leistung rein. Habe ich schon längst drin. Du kommst nicht dran. Boah, man, die Wolken sind ja aber heftig. Ich glaube, die Blenheims werden nicht aufhören, bevor alle Flugplätze vernichtet sind bei uns, oder? Ich meine, bei Brombos hat sich auch wieder gerade ein neuer hingestellt. Ich bin jetzt immer nicht mehr da. Ich blicke jetzt zu euch. Ich muss selber erstmal schauen, wo hier das gute
vorne noch wieder ist. Ist relativ gut versteckt hier. Auf welcher Höhe seid ihr? 40 jetzt. Ich habe einen einzelnen Kontakt auf Hallo 17 in der Nähe vom Porno. Du, ich glaube, wir sollten das Flugfeld auf unserer 1 Uhr vorne haben, direkt hinter den Wolken. 1 Uhr? Also, siehst du mich, dann folg mir einfach. Ich glaube, ja, warte mal, du warst gerade unter meinem linken Flügel, glaube ich. Bist du noch auf meiner Höhe? Oder runtergestürzt gerade? Nein, dann bin ich gestiegen. 40? Ich habe eine 109 hinter mir jetzt. Ja, da war eben eine weitere. Glaube ich eventuell. Ich bin jetzt gleich bei Purnor. Und westlich von Purnor, Palo 17 ist ein Kontakt, ein einzelner. Palo 17er sind wir nicht, jedenfalls. Du machst gerade eine leichte Rolfkarei, oder? Ja. Auf Palo 40, genau. Und wo ist der gute, das gute Purnor? Da ist ein Kontakt unterhalb. Was ist das? Oh ja, ich sehe es. Ich bin endlich dran. Ich habe eine Hurricane bei Purnor. Ah, hier ist die Stadt. Das heißt, auf meiner 1 Uhr ist die Stadt. Das heißt, unter dieser fetten Wolkendecke ist genau das Flugfeld. Das ist ziemlich scheiße. Also Purnor ist gerade frei. Lego ist da mit einer Hurry doch. Na, Lego ist doch da mit einer Hurry, oder? Mal den Platz, der Platz ist frei. Oder ist es eine 109? Ne, ist 109 die Tieffliegt, dann ist es wohl einer von uns. Geht jetzt über Lisa nach oben? Genau, das bist du, alles klar. Ja, ich bin jetzt direkt über Flugplatz. Da ist er, ja. Gemein. Flugplatz ist leer. Hier ist nichts bloß. Vielleicht noch nicht. Ne, wo sind die alle? Ich glaube, Grandvilliers sind sie im Moment eher weniger motiviert, um Bombos in der Gegend zu starten. Aber wir haben ja noch genug andere, glaube ich. Fliegen wahrscheinlich ein bisschen weiter. Das ist doch ein Hurricane, oder? Ist einer von euch Hallo 17 gleich über dem Wald? In einer Rechtskurve? Anscheinend nicht. Nee, ich habe hier eine Hurricane. Hallo 17. Ja, die ist auf meiner 6. Ich stürze mal runter. Ja, stimmt, alles klar. Unterstützen ist nicht so gut. Ja, ich gehe auch gleich wieder hoch. Ich wäre jetzt fast dran. Jetzt kurvst du so stark, dass ich sie nicht treffen werde. Es sind vor uns Reihe, gell? 12 Uhr. Ja, ich sehe es. Die 3. Nicht so, jetzt verliere ich euch. Vorsicht, der hängt immer noch dran. Sehr nah. Zieh sie mal du direkt nach Norden raus. Genau, mach was. Ich bin jetzt direkt in perfekter Position, wenn du gerade bleibst. Bisschen über Rolf. Ey, Karai, den schießt du mir nicht weg. Du bist erstmal außer Schussreichweite, er geht jetzt so. Also, Flieger, er gibt weiter Gas, schön weg. Dann kommt er nicht ran. Nicht zu langsam werden, genau. Sehr schön. Schöne Treffer. Oh, Warp, scheiße. Ja, es warpt hier ziemlich. Er lässt ab, oder? Jo, ja, ist aber über Lisa weggedreht. Wie es aussieht. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, nee, ich hab sie. Geh drauf, hinter, nee, da jetzt nur 109 fliegt gerade drauf. Ah, okay. Horrido. Beide schön. Aber er lebt noch, gell? Oh, nee, er lebt immer. Nein. Schade, Pilot schade, Kill. Schade, Dewey, den, da hast du keine Ausrede. Ja, so ist das beim Dewey. Ich schieß dir doch die Blenheim nur von der 12. Oh mein, schön. Wer ist auf meiner 9 Uhr, ist das? Krass. Ich häng mich mal an eine 109 dran, die auf Palo 13 ist. In der Rolf jetzt, wie es aussieht, oder? Ne, jetzt, wenn die sich jetzt dreht, wer ist das? Gerade mal gewackelt hat, jetzt in Alisa. Einer das von ist Lebano. Ich bin auch gerade in Alisa. Warte, ich wackel mal. Was heißt Lisa? Linkskurve? Jo. Ja, das bist du dann, Karaya. Ist einer von uns über Point Nord? Wir sind dann noch in der Nähe, aber noch Nord-Nord-Ost. Sie einen Kontakt beim Flugfeld? Kann auch nicht sagen, ob Flugzeug oder Bodenziel. Keine Ahnung. Ist am einem Ende von den vom Startstreifen. Kann ich noch gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Ah, eine schöne Fackel. Schön, aber kurze nur, oder? Das war wirklich so eine... Ja, das war ein Treffer direkt in den Öltank vorne vom Motor. Und ich meine, die Flamme selber, die ging ja dann aus, glaube ich. Ja, genau. Ja. Das war mir so eine Explosion. Kurzes Explodieren und weg.
Also Sachen, die man bei der Speed überhaupt nicht sieht. Eine 109 überfliegt mich gerade. Und noch eine, wer war das? Wir sind jetzt zu zweit, Karai und ich sind gerade zu zweit unterwegs auf Hallo 20, aber hab nichts gesehen. Jetzt steht unten einer bei Poinor. Ja, da steht eine Attacke. Ah, ist Lego motiviert. Doch nicht, ey. Ja, hallo, wenn man immer Überzahl ist. Ja, ist ja richtig, ja. Einer muss ja rein und sich der Gefahr stellen, der Flak. Das könnte sogar eine Blenny sein, oder? Auf unserer neuen Uhr ist der Platz, Karaya. Ja. Nö, das sind Bodenziele, oder? Das ist kein Flugzeug. Doch, oder? Ah, nee, auch komm, Flugzeug. Das sind drei, was ist denn das? Das sind drei Häuschen. Kleine Häufchen. Ui, das war so dick von wo hier. Wo seid ihr gerade? Über dem Flugfeld, noch. Karaya und ich auf Hallo 23. Ist? Unter der Wolkendecke noch so. Okay. Oh, ich bin da gerade in die Wolkendecke rein, als ich runtergeschaut habe. Hältst du die Lisa-Kurse? Ja, ja. Oh, ja. Level jetzt aus, ungefähr Ostkurs. Ja. Boah, sie haben es leider hier in dem Wolkenzimmer. Ja, doch, da bist du weit, denke ich, entfernt. Habt ihr alle noch Sprit genug? Also ja, wir haben noch etwas mehr als 100. Ja, so 300 ja. Liter. Okay, übrigens, falls euch das nochmal passiert, dass am Start die Haube kaputt ist, das sind nur andere Hauben, die da schon liegen. Ja, ja, klar, wollte ich schon sagen, das passiert manchmal, wenn man derselben Stelle spawnt wie zuvor irgendeiner. Da müsst ihr einfach geradeaus weiterfahren und dann seht ihr schon, oh, meine ist ja doch ganz. Da ist jetzt ja eine andere 109 auf Hallo 28. So, ich bin nochmal weg, ne? Na. Guten Abend, ciao. Gute Nacht. Ja. Seid ihr schon relativ weit westlich von Pornord? Oh, wir sind glaube ich nördlich jetzt davon. 109 kommt mir gerade entgegen, wer ist das? Das war ich, da fliegt okay. Mich jetzt. Bist du das nicht, Karai, der gerade Ostkurs fliegt? Da ist jetzt ist glaube ich ein Kontakt am Flugfeld, relativ mittig. An wem bin ich denn da dran? Auf Hallo 32 in der Rolf? Ja, ja, da ist einer. Ach du, ich wackel mal. Da rollt ja einer. Ah, das ist ja Abschuss-Kill-Geilheit. Kennst du gar nicht, Karai, oder? Nee. Ich will doch nur den Krieg gewinnen. Ich suche mir genau nicht die Ziele, die Kundschaft kommt zu mir und lässt sich abschlachten. Ist der weg? Ne, da ist er. So, jetzt rein und abstauben. Ne, Karaya, bleib weg. Waren das nicht wieder diese komischen drei Häuser da, oder was ist da? Nein, da ist noch da ist daneben ist ein fetter, dicker Kontakt. Okay. Das dürfte eine Hurricane sein, oder? Oh ja, ich habe leider nicht den Piloten erwischt. Nee, ja, aber bleibt stehen. Welche Höhe habt ihr? Freiheit? Ja, Freiheit ist unten und jetzt gehe ich zu Bett. Na dann, gut nach. Dann bis morgen zu Freiheit. Lass noch eine zweite Lösung. Ciao. Ja, einer ist safe gerade, Karaya geht auch rein, der andere ist auch gerade gespawnt. Genau. Die Flak ist gerade knapp an mir vorbei. Ja, stürzt gerade eine 109 Richtung Flugfeld? Ja, mehrere. Ja, das dürfte so ziemlich fast jeder sein. Ja, gut. Oh, Feindmaschinen, Vorsicht! Einer, der gerade runterstürzt, hat eine 6 aus westlicher Richtung, der jetzt aufs Flugfeld stürzt. Eine Spit, glaube ich. Hallo 15, ich gehe rein. Der stürzt ich hinterher. Oh, da ist noch eine 109 näher. Wer ist das? Ich geh drauf. Geht hoch die Spit. Das sind jetzt 4 Hurricanes am Boden. Ja, das müsste der gleiche Typ sein, der sich wieder eine neue Maschine geholt hat. Ja, was hat die Spit da gemacht? War das ein Leck? Oh, passt mal auf, nicht, dass das 4 eigenständige Maschinen sind. Ja, dann halte ich lieber ein bisschen da unten am Boden. Und die beschäftigt die Spit. Ui, was denn jetzt? Ah, Server weg. Ja, Server meine weg. Vielleicht der Moment weg. Direkt bei. Wie merkt man, dass der Server weg ist? Indem das Radio-Menü nicht mehr funktioniert.
Das war jetzt aber knapp bei mir. Nehmen die was nicht mehr funktioniert? Das Radio-Menü, wenn du Tabulator drückst. Oh, dann steig mal wieder weg. Dann über Pornor. Naja, wenn das Server weg ist, dann ist er für alle weg. Schade. Er kommt vielleicht wieder. In letzter Zeit fängt er sich doch öfter. Ja, es ist komisch, weil jetzt ist irgendwie kein Anlass dafür, keine großen Informationen, niemand hat irgendwas bombardiert. Kann vielleicht aber doch Steam sein, wenn er wegbleibt, dann ist es, denke ich, Steam, das ist immer ein gutes Anzeichen. Wenn er sich fängt, ist es oft irgendwie, weiß der Server. Ja. Wenn er weg ist, ist es Steam. Das sind auch genau die Anzeichen schon wieder. Ja, wahrscheinlich wieder Steam muss Wartungsarbeiten durchführen. Das ist möglich. Die Zeit spielt doch auch kein normaler Mensch mehr. Verdammt. Ich würde damit sagen, dass wir alle nicht normal sind, oder was? Tobi ist wieder mal freundlich. Tobi, du willst doch hier nicht so eine Diskussion wie mit Skylon eröffnen. Nee, nicht. Ich bin ganz nett heute. Was war da überhaupt für eine Diskussion? Ach, nur unter Männern sozusagen, meist auf höchstem seriösen Niveau. Aber ist auch schon wieder 2-3 Tage her. Am Wochenende war das irgendwann. Ja, der kommt immer wieder, denke ich, der Server. Schauen wir mal. War dann Landeck auf dem feindlichen Flugfeld. Ihr wartet noch nicht, dass er dann gerade wieder da ist, weil es, wenn du so. Ja, und dann bist du unter vier Hurricane zu Maschinen hier, Leute, habt ihr die deutsche Technik. Wer hat das gemacht? Oh, Timeout. Das dürfte aber ein Steam Disconnect gewesen sein. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt ins Bett. Geh nicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Lego. Gute Nacht. Ciao. Gibt's irgendwelche Tricks, wie man besser zielen kann? Ich habe gestern mal auf Aldis, da fliegen ja immer gut KIs rum und sonst ist da keiner. Hing ich ziemlich lange hinter so einer Dreierformation von Spitz und ja, ich habe mich leer geschossen, aber getroffen habe ich nichts.